Herzlich willkommen zurück hier in Back to the Future, the game. Und es wird Zeit, dass wir beweisen, dass wir der größte Rock'n'Roller in dieser Zeitachse sind. Oh. Das ist natürlich... Munitionskasten, da ist noch Farbe drin. Da bewahrt Jen wohl ihre Sprühfarben auf. Verschlossen. Na toll. Jetzt macht sie sich natürlich an diesem Rock'n'Roller ran. Ich führe zum Supmo. Leech ist da drin. Mir wäre es lieber, er käme raus. So, wie kriegen wir denn also raus? Kann ich erstmal hier Gitarre spielen? A rock, a two, a rock, two, two. Mit der Tür? Also so behandelt man keine Gitarre. Doch, gute Rock'n'Roller smashen ihre Gitarre. Habe ich gesehen im Film. So, okay, jetzt müssen wir... Oh mein Gott! Nein! Nein, bitte nicht! Wir müssen... Okay, okay. Willkommen bei Supmo, wo die Suppe einfach... Oh, du bist's. Hoffentlich ist es wichtig, McFly. Leech, war das Jennifer? Nun, A, geht dich das nichts an? Und B, ist sie ganz offensichtlich nicht mehr dein Mädchen. Ja. Okay. Diese Zeitachse widert mich echt an. Du und Jennifer? Du und Jennifer? Wirklich? Oh, ist der kleine Nerd etwa eifersüchtig? Ja, schon. Und etwas angewidert. Das ist wahrscheinlich die Suppe. Sieh dich, was? Sieh dich mit Jennifer vor. Besser, du behandelst Jen mit Respekt, Leech. Hey, ich behandle Jennifer nur mit Respekt. Genauso wie ihre Augen, ihre Kurven, die Art, wie sie sich wendet, wenn sie... Hey! Nun, dieser Idiot, der sie hat gehen lassen. Vor dieser Flasche habe ich keinen Respekt. Okay, warum niesst du so viel? Bist du etwa erkältet? Das ist eine Allergie. Ich könnte wetten, dass hier irgendwo ein Hund ist. Ein Hund? Ja, der blöde Köter wollte schon meine Gratisproben klauen. Okay, sicher, dass hier ein Hund ist? Bist du dir sicher, dass hier irgendwo ein Hund ist? Hör zu, Klugscheißer. Ich bin nur auf zwei Dinge allergisch. Hunde und Disco. Und bum 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 höre ich gerade nicht, du? Nein. Dann ist es ein Hund. Okay, was steht auf der Karte? Was steht auf der Karte? Suppe. Nur Suppe? Und mehr. Was für Suppe? Ja, und welche Suppe? Drohne. Drohne? Ja, genau. Manche Dinge ändern sich nie. Mehr. Und was fällt unter die Kategorie mehr? Wir haben ganz falschen Hasen, hergestellt aus texturiertem Weizenprotein. Hm. Wie geht's? Nein, danke. Mehr. Und was fällt noch unter die Kategorie mehr? Da ist noch der Humburger, gemacht aus geröstetem und gepresstem Humus. Hm. Gibt es hier auch richtiges Fleisch? Definiere richtig. Irgendwas Essbares. Ich trau mich kaum zu fragen. Was habt ihr noch für Nicht-Suppengerichte? Irgendwas Essbares? Nun, wir haben noch Erbsen-Leber-Sojakäse-Hotdog. Das ist neu, deshalb gibt's das gratis zum Probieren. Willst du einen? Ja, gib mir eine Probe. Damit können wir vielleicht einen Hund herlocken. Wo sind die Gratisproben? Hier, ich bewahre sie hinter der Theke auf. Oh, lecker. Oh Gott. Wenn du kotzt, musst du es aufwischen, Memme. Ich krieg das einfach nicht runter. Nicht mein Problem. Was zum Teufel ist das? Was ist das denn für ein Zeug? Das sind die Leber-Erbsen-Sojakäse-Hotdogs. Igitt? Wir alle beide Arschkriecher. Warum sind die hinter deinem Tresen? Wieso sind die Proben hinter der Theke? Ich kann sie nicht offen stehen lassen. Ein HUND streunt hier rum. Er versucht ständig, sie sich einzuverleiben. Dabei fällt schon mal das Tablett auf den Boden. Ein Hund? Moment, diese Proben lagen nicht etwa auf dem Boden, oder? Himmel, McFly, keine Panik, sie sind frisch. Die meisten. Wegen diesem Hund. Dieser Hund, wie sieht er aus? Er trickst mich aus, der elende Flohteppich. Wartet immer, bis ich ihm den Rücken zukehre. Woher weißt du denn, dass es ein Hund ist? Du kannst ihn riechen? Allergie, Dumpfbacke. Okay, schon gut. Gratisprobe? Also schon gut. Ben. Bis bald.
Riech dich später. So, jetzt ist Jenny... Ah, Hey, da ist dieser Räudige. Der... Schnapp mit dir, McFly. Okay, machen wir. Oh, ja, erstmal die Dose hier. Ne, nicht die Munitionskiste, ich will die Sprühdose. So, und jetzt werden wir das Herz unserer Liebsten. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt hier meine Gitarre. So. Let's rock. Zieh dir das rein. Was? Du hast deinem großen Bruder die Gitarre geklaut? Soll mich das beeindrucken? Die gehört nicht meinem Bruder, das ist meine. Ja, klar. Und du würdest für mich spielen, du hast bloß keinen Verstärker. Ja, richtig. Erbärmlich. Aber Kopfhörer haben wir. Kann man die Kopfhörer auswählen? Nee. Nein, das ist das falsche Knopf. Hier. Beenden. Wir können da nicht irgendwie die Kopfhörer auswählen, oder? Okay, vielleicht ein andermal. Jetzt versuchen wir erstmal da hinter dem Hund herzukommen. Holzbrett. Einstein, ich weiß, dass du hier bist. Guter Kerl. Er muss sich hier irgendwo verstecken. Tisch. Ich wette, du bist hier drunter. Nein, ist er nicht. Da ist er. Hey, Einstein, hier bleiben. Keine Spur von ihm. Jetzt ist er wieder weg. Dann machen wir halt jetzt Hundejagd. McFly? Meine Sprühdose. Oh. Idiot. Okay. Nächstes Mal Sprühdose klauen und dann müssen wir hier auch gleich sprühen. Ah, da ist der Hund wieder. Okay, wieder zurück. Okay. Dann benutzen wir diesmal den Köder. Wo könnte er sich verstecken? Okay, probieren wir einfach mal aus, ob wir dieses leckere Hotdog-Teil hier benutzen können mit irgendwas. Dem Tisch. Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Und mit dem Kühlschrank? Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Bleib, wo du bist. Wo das auch sein mag. Ah, jetzt kommt er von da hinten. Keine Spur von ihm. Okay, können wir das auf den... Holzbrett legen? Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Okay, das hilft auch nicht. Dann nehmen wir... Versuchen wir hier mit der... Sprühdose. Ah, ne, Munitionskiste müssen wir ja klicken. So, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen was über das Graffiti drüber sprühen können. Denk nicht mal daran, verstanden? Okay. Haben wir eine andere Wand? Sprühen wir auf die Tür. Vielleicht geht das ja. Was soll ich malen? Zu zementierter Eingang. Können wir da mal mitmalen? Vor allem, das würde ja nicht wegrutschen. Was soll ich malen? Okay, da kommen wir nicht weiter. Wir brauchen noch einen Verstärker. Um sie zu beeindrucken, oder? Ah. Wir können hier... Zeigen wir dir erstmal den Flachmann. Mädel? Ich hab Alkohol. Noch einer? Was machst du bloß mit den Flachmännern? Danke, aber ich bleibe bei meinem. Okay, das war wohl nix. Wirklich. McFly? Meine Sprühdose. Oh.
Idiot. Ah, ich habe eine Idee. Und zwar kann ja Dad über die Sprechanlage reden. Das heißt, wenn wir... Ja, mit dem Hund kümmern wir uns mehr nachher. Das heißt, wenn wir vielleicht in irgendeiner der Sprechanlagen meine Gitarre anschließen können, dann können wir mit... über die ganze Anlage rüber spielen. Das müsste vielleicht gehen. So, irgendwie werden wir doch schon hier ein kleines Gitarrensolo hinkriegen. Sind hier irgendwelche Kabel? Monitore. So, da ist die Gegensprechanlage. Inventar. Also so behandelt man keine Gitarre. Okay. Das ging nach hinten los. Ich will doch jetzt nur eine kleine Jam-Session. Wirksam gegen Motten, Moskitos und Tenants. Was zum Teufel? Halte bitte den Abstand ein, Sohn. Mrs. Brown. Bitte nennen Sie mich Miss Bürger Brown. Entschuldigung, Mrs. Bürger Brown. Ich habe einfach nur so hart für diesen Titel gearbeitet. Bürger ist ein Titel? Okay, Wo liegt das Problem, Bürger? Also, ich krieg einen Doppelten mit allem drauf. Fritten und eine Kur... Jetzt reicht's. Es heißt nicht ohne Grund Notfallsprechanlage. Ich verpasse Ihnen jetzt einen SCR 300. Nehmen Sie Ihren Strafpunktebeleg mit. Wer immer am anderen Ende sitzt, ich nerve ihn besser nicht. So, ich habe aber jetzt schon mal ein paar Strafpunkte gekriegt. Aber damit komme ich nicht weiter. Gibt es da vielleicht noch irgendeine andere Anlage, mit der ich kommunizieren könnte? Wer immer am anderen Ende sitzt, ich nerve ihn besser nicht. Also so geht's auch nicht. Nee, da komme ich diesmal nicht lang. Irgendwie muss ich doch... Das Büro of Discipline. Okay, weiter komme ich ja auch nicht. Okay, vielleicht steht ja hier irgendwo ein Verstärker rum. Könnte ja sein. Kein Interesse. Nein. Toll, wie beweise ich, dass ich Gitarre spielen kann ohne Verstärker? Das ist immer das Problem, wenn man eine E-Gitarre hat. Braucht immer diese blöden Verstärker. Haben wir denn hier was drin? In diesem Notizbuch stehen Docs sämtliche Notizen zur Zeitmaschine. Ich bin von Docs Genie fest überzeugt. Ich bin auch schon mit ihm durch die Zeit gereist. Ja, das muss man bedenken. Okay, was sagt man? Das ist meine Axt. Es gibt viele Äxte, aber das ist meine. Okay, eine Axt. Probieren wir es trotzdem nochmal, Jennifer. Zieh dir das rein. Was? Du hast deinem großen Bruder die Gitarre geklaut? Soll mich das beeindrucken? Die gehört nicht mal. Ja, ja. Erbärmlich. Also eigentlich müssten wir nur die Kopfhörer von ihr da irgendwie reingesteckt bekommen, aber das... Du hast hier keinen Kopfhöreranschluss, oder? Ah.
Reden wir nochmal mit dir. Meine Sprühdose. Oh. Idiot. Was ist es denn? Du und der Submo-Typ? Du und Leech, Jennifer? Hey, sag nichts gegen Leech. Er hat viel mehr zu bieten als Suppe, okay? Was denn zum Beispiel? Das kann ich dir sagen. Zum einen schwingt er die Axt wie kein anderer. Ich spiele auch Gitarre. Gitarre? Ich spiele Gitarre. Also hast du dir einen neuen Gitarristen angelacht. Was soll ich sagen? Ich stehe eben auf heiße Licks. Ja, ich erinnere mich. Komm schon, Jennifer. Keiner in der Stadt spielt so Gitarre wie ich. Ich spreche von einer elektrischen Gitarre, Martin. Kumbaya im Schullandheim zählt nicht. Ich kann Leech jederzeit an die Wand spielen. Na hör mal, diese Flasche spiele ich doch mit links an die Wand. Du willst also unbedingt auf das Siegertreppchen? Was war der Preis nochmal? Darüber können wir reden, wenn du mir bewiesen hast, dass du flinkere Finger hast als Leech. Bereit zum Showdown? Ich bin bereiter als bereit. Hast du eine Gitarre dabei? Die sollte man immer dabei haben. Warte. Ah, so machen wir das. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Moment, wir haben Gesellschaft. McFly? Was macht denn die Memme hier? Er sagt, er spielt besser Gitarre als du. Und ich sage, dass niemand in Hill Valley besser ist als du. Willst du es beweisen? Der Ring of Rock? Yeah, der Ring of Rock. Sei nicht zu hart mit ihm. Erteile ihm nur eine Lektion. Oh, ist das süß. In Jennifer's Richtung bewegen. Ah, da kann es auch. Richtung Hüpfer. Move to the right. Move towards. Achso. Finale. Du Arsch, hast mein Kabel durchgeschnitten. Das hätte jemand schon vor langer Zeit tun sollen, McFly. Der Sieger und unbestrittene Champion von Hill Valley. Hol dir deinen Preis, Champ. Okay. Zurück an die Arbeit. Wir sehen uns, Flasche. Ich glaube einfach nicht, dass du das durchgehen lässt. Er hat gegen die Regeln verstoßen. Im Rock'n'Roll gibt es keine Regeln, Martin. Deshalb sollte jemand wie du nicht antreten. Brech ein paar Regeln, gewinne Jennifer zurück und mache eine Szene. Ja, das machen wir. Wir haben es fast geschafft. In der nächsten Folge werden wir den Ring of Rock garantiert gewinnen oder irgendwas anderes. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.